So, Johnson's Broken Gorn. Zum Ende. Volle Synchro. Jawohl. Gutspiel, sage mir, was soll ich als nächstes tun? Was sollen wir als nächstes tun? Hier ist die Mission. Hier können wir, da hinten können wir rausgehen. Wollen wir mal ganz kurz rausgehen? Ich glaube, wenn wir es können, machen wir es. Gerade wir müssen ja noch einige Türme erklimmen. Das Assassin's Creed typische. Ach Mann. Das kann ja heiter werden. Oder auch nicht. Wie kommt man auf die Karte mit B? Ne, mit Dingens. Man sieht relativ wenig. Aber man hat hier vor allem mehrere Gebiete, was man daran erkennt, dass man halt eben so rauszoomen kann. Hier sieht man Boston. Später kommen wir noch nach New York und dann noch einige andere Orte. Ah, das ist da nämlich ein bisschen zu viel weg. Hallo, Junge. Na, du siehst eigentlich gerade fröhlich aus. Ja, na gut. So. Ich will nur mal kurz einmal aufs Dach klettern. Weil das muss in Assassin's Creed auch mal sein, ne? Man dürfte, weil ihr auch noch klettern dürfen hier in Assassin's Creed, ne? Oh. Wir dürfen dennoch nicht hier oben sein. Ne. Und das Coole ist ja, das kann man aber jetzt probieren. Geht das? Ah, fuck, nicht. So. Jetzt so. Nee, ich glaube, wenn man hier runterspringt und unterm Pferd ist, also über dem Pferd ist, kann man direkt auf das Pferd sich draufsetzen. Im Fall. Ich glaube, wir waren aber nicht so ganz über dem Pferd, deshalb ging das jetzt nicht. Egal, wir machen die Mission. Gerade da wir auch nicht viel anderes machen können. Ja, trink mal einen, ne? Ja, Mann. Viel mehr können wir jetzt auch nicht tun. So, ist unsere Gang. Aber ich glaube, die wächst noch ein bisschen an, ha? Der nächste auf der Liste. Guten Abend, Gentlemen. Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hui! Catherine, alte Schabracke! Her mit dir! Papa braucht einen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer verskraft. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Churchill. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wo an? Na gut, dann verlassen wir den Laden dann doch wieder. Aber es ist so schön atmosphärisch. Oh, wir können nochmal mit denen reden. Aber es bringt nicht so viel. So viel interessanten Dialog haben die leider nicht. Deshalb klemmen wir uns das mal. Ich glaube, wir wollen das ja auch nicht unbedingt hören. So. Och. Schön, wir werden immer direkt zum Ziel teleportiert. Das ist ja nett. Der Chirurg. Charles. Sir. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Na gut, ein bisschen Detektivarbeit vollführen oder wie? Ja, ich glaube, wir lernen jetzt, wie wir ein bisschen untertauchen unter der Menge. Wir schreiben, was meint ihr?
Wir sollten uns nicht einmischen, auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet, sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Ein Sattler erster Kajüte. Gefühlt wird er, wegen sich zwischen zwei Zwisten, um unterzutauchen. Ah, okay. Weil ganz skandalöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will, kann er vergessen, wenn er Malta so viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sie. Ah, das ist sehr leise. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Oh, 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 klettern. I like it. I like it very much. Das ist gut. Hallo, Lady. Ich bin nur auf der Durchreise zum nächsthöchsten Punkt. Okay, da hinten. Oh fuck, das heißt jetzt nicht unbedingt was gebracht, hier hochzukommen. Ah, dann gehen wir wieder runter. Hui! So. Oh, und ich glaube, das ist auch direkt ein Aussichtspunkt. Das heißt, wir haben schon mal den ersten. Wenn ich mich nicht irre. Nee, ich will hier hoch. So. Ich glaube, von hier hat man tatsächlich sehr gute Aussicht über die Stadt. Zumindest sehe ich hier keinen höheren Punkt. Okay, der Punkt ist höher, oder? Ja, eben nicht hoch. Oh, der bekannte Adler. Und die Musik. It's wonderful. Ein bisschen neblig, aber man erkennt schon was. Oh. Das sind nämlich 10 Spitzengefühle. Dann höre ich mal zu. Mit ein bisschen Glück weiß einer von denen, wo Benjamin ist. Okay. Runter da. Runter da. Es wird nie alt. So, wir können auch, glaube ich, von da oben zuhören. Lady. So, machen wir das mal eben. Die hier sind heute gefragt, aber sie wissen nichts. Vergiss es! Die lügen! Hey, was soll ich tun? Drogen bringen nichts und ich will nicht buckeln. Taten sagen mehr als 1000 Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schandstock. Mal sehen, was er dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie bald Lieder über uns. Nein. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtschreier, die sich über unseren Machtmissbrauch beschweren. Dann vergiss es! Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Okay. Ich hoffe, das kann man hören. Ich befürchte, es ist leider ein bisschen zu leise. Hey, warum werde ich verfolgt? Ja, was soll das denn? So, was haben wir denn hier im Gebiet? Für Informationen. Ja, da hinten. Okay, ja, wenn wir uns hier hinten hinstellen. Ah ne, die bewegen sich auch noch. Suchen Sie einen ruhigen Platz für Ihre Bluttat. Ich habe gehört, seine Arbeit läuft nicht ohne lautes Jammern und Kreischen. Da fällt mir ein. Ja. Gute Entscheidung. Okay. Aber die machen es auch uns nicht leicht, ey. Wir müssen ein bisschen durch die Gegend gehen. Ah, na gut. Wir haben es mitbekommen. So etwas. Ich weiß nicht, ob ich das nachplappern soll oder so. Damit man das auch, damit ihr auch das versteht. Dann ist es halt eben irgendwie leise ein bisschen. Ich hol den Hilfe an. Doch sie fuck. Mich weg.
sagten, alles wäre unter Kontrolle. Wie seltsam. Haben Sie gesagt, was passiert ist? Nein. Nur, dass es nichts Schlimmes sei und er bald wieder nach Hause käme. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es nicht doch ernster war, als Sie zugaben. Wohin brachten Sie ihn? In Richtung des Hügels. Vielleicht gibt es einen Arzt im Fort. Oh. Seht ihr, Charles? Wir werden Church schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sean, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird. Achso, ich muss mal kurz hier den Turm hoch, ne? So, wenn wir schon mal hier sind. Kann man ja mal machen, ne? Oh. Fuck, das ist, ich befürchte, das können wir jetzt leider doch nicht machen. Shit, ey, wir müssen bei in der Nähe bleiben. Na gut, dann widerwillig klettern wir mal hier runter. Ist doch doof. Wahrnehmung ist fundamental für den Bau. Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern, steuert die Hände beim Zuschlag im Kampf. Aber das Wichtigste sind die veränderten Sinne. So beginnen wir, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Na gut, wenn wir dann auf keiner Hauptmission sind, werden wir mal die Türme ein bisschen erklimmen. Das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihm vorbeischleichen. Okay. Das ist auch neu, dass man sich so an Ecken lehnen kann, ne? Gab es in den Teilen davor, gab es das auf jeden Fall nicht, meine ich. Gehen wir mal hier lang, oder? So, das Haus hier hinten, ha? Oh, oh. Nee, nee, nee. Hä, hey, warum dürfen hier andere Passanten normal rumlaufen und wir nicht? Was soll das denn? Das ist doch Cheat. Ah, okay. Ich glaube, wir sind hier instinktiv den richtigen Weg gegangen. Na gut. Hä? Ach. Alter, Charles, komm mal her. Brauchst du so lang? Zugesperrt. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Okay, B gehalten, um es zu bestehlen. Fuck, wie sollen wir denn den bestehlen? Fuck, 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 fuck. Ich kümmere mich erstmal um den hier oben. Alter, auf damit! Er rennt, als wäre der Teufel hinter ihm her. Werde verliere mich aus den Augen. Komm sofort zurück. Können wir nicht einfach auch die töten? Wo willst Meine du hin? Komm hierher zurück. Bleib auf dem Boden, ja? Ich seh ihn. Ach, unentdeckt bleiben, nicht erfüllt. Naja, fick dich. Wir haben den Schlüssel aber anscheinend, oder? Oh nee. Ah nee, doch, wir können einfach hier durch. Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gewerbel. Oder ich schneide ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment.
Silas, vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Mach mal still. Wenn ihr euch anpasst, ein bisschen von mir, ein bisschen was davon. Da kann ich nicht hoch. Na gut. Vielleicht hast du Glück und wirst ohnmächtig. Ich werde aber mein Bestes tun, damit das nicht passiert. Deine Eltern müssen ja sehr stolz sein, sehr schön, ein richtiges Exemplar gezeugt zu haben. Ich wollte es eigentlich von oben können, aber ging leider nicht. Da macht er nichts. Wer seid ihr? Heather Kenway. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Schöne, neues Mitglied. Leider nicht alle Ziele erfüllt, aber. Freund finden, warte. Lass mal gucken. Na egal, schon zu spät. Ah, Moment. Wir haben ja was. Und zwar. Das Collectible. Das Blättchen. Das schwebt schon davon. Ob wir es noch kriegen werden. Sollen wir für Ben Franklin sammeln gehen? Ah, haben wir erwischt. Wundervoll. Ich glaube, die tauchen ein bisschen random auf. Von daher, wir müssen nicht unbedingt sammeln. Aber wir wollen mal sehen, warum nicht, ne? Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Simon Fletcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate vor. Dann müssen wir dort hinein. Lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rekruten. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu. Na gut. Sieht da zack auf zack, ey, das geht ziemlich schnell. Der Soldat. Was ist euer Begehr? Neuer Rekord. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Braddock. Wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Braddock war, wenn ich mich nicht erinnere, unsympathische Typ, der gerade fast einen unserer Mates abgestochen hat. Oder ich irre mich gerade total. Ah, da haben wir, glaube ich, unser Ziel. Gentlemen. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich, ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham,
General Braddock? Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Tja, das lief nicht ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn als Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Wie ist das Glück will? Für Sie auch. Kommt mit. Was plant ihr jetzt? Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Okay. Aber ich würde mal gerne gucken, haben wir hier die Datenbank? Datenbank. Angriffsdatenbank, okay. Person. Person. So, unsere Gang. Edward Braddock, das ist unser Feind, der unsympathische Typ. Okay. Da könnt ihr euch natürlich durchlesen, wenn ihr wollt, wie immer. Mach das mal so ein bisschen langsam. Falls man das tatsächlich lesen will, ich glaube eher nicht. Interessant, dass Haytham den Bruder nennt, oder früher genannt hat, wenn der anscheinend deutlich älter ist als Haytham. Dem Anschein nach zumindest. Limit für Entdeckungszeit 15 Sekunden. Verstehe ich nicht. Okay. Wenn eure Gelenke schmerzen, die Bogenkugeln ohne... Wo sollen wir als nächstes hin? Vielleicht auf die Marmor. Nein. Wo? Das ist ein längerer Schiffstüter. Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Die werden viel eher jede Gelegenheit erkannt. Shit. Ich wollte einfach mal oben lang, weil oben ist für gewöhnlich etwas sicherer. Gute alte Verfolgungsmission, ha? Huh? Kennt man ja aus Assassin's Creed. So, ah, wunderbar, er geht links lang. Das heißt, wir können auf dem Dach bleiben. Oh, wir können aber nicht hier hoch. Der ist nur zu gut. Oh, 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 oh. Du hast nichts gesehen, mein Freund. Niemand, der auf dem Dach rumlungert. Nee. So, ich weiß ja nicht. Wir sollen ihn also verfolgen. Erstmal, wenn ich das richtig verstehe. Ich dachte erstmal, wir sollen die irgendwie ambushen. Ja, nee, wir wollen ja eine... Jetzt? Ah, verstehe. Oi! Die Diebe und Halunken seid ihr allesamt! Ich spucke auf euch und euren Krieg! Oh, shit. Ihm nach! So, die folgen und Braddocks Patrouille überfallen. Nichts leichter als das. Lass den gehen, Edward. Ach, ihr wieder. Lasst uns gehen. Und John Pitcairn mit uns. Meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Ich auch nicht. Legt sie alle in Ketten. Na, weißt du was, nö. So. Ach, komm. Ah, will, 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 komm. So, du zuerst.
Huch, was ist denn jetzt los? Ach, wir sollen ihn hier befragen. Ich zügle meine Hand, weil ihr einst mein Bruder wart. Und ein besserer Mann dazu. Doch kreuzen sich unsere Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen. Ihr seid frei, John. Verräter! Geht ruhig! Schließt euch diesem Narrenplan an! Und liegt ihr irgendwann gebraucht. Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg.